Hallo und herzlich willkommen bei Eulsen. Mein Name ist Olsen und wir befinden uns immer noch bei der Biochemie der ätherischen Öle, immer noch bei den Monoterpenen. Heute genauer gesagt bei den Monoterpenoxiden. Die Monoterpenoxide, die beinhalten so wie auch die Monoterpene 10 Kohlenstoffatome, aber anstatt 16 Wasserstoffatome ist jetzt ein Wasserstoffatom gelöst und wurde ersetzt in der Doppelverbindung mit einem Sauerstoffatom. Und dadurch wirkt dieser Stoff zum Beispiel jetzt gerade beim 1,8-Cineol sehr stark antioxidant und ist sehr reaktionsfreudig, weil dieser Sauerstoff sich eben gerne verbinden möchte oder möchte, damit etwas angeregt wird. Ganz bekannt ist natürlich bei den Monoterpenoxiden das 1,8-Cineol. Das finden wir unter anderem im Kajeput und im Ravintsara, beides ätherische Öle, die sehr gut zu verwenden sind, auch bei der Arbeit oder bei der Pflege und Begleitung mit Kindern, wo man wieder ein bisschen genauer bei Kindern schauen muss, aber auch ganz interessant und sehr stark vertreten mit dem 1,8-Cineol sind die Lorbeere, der Eukalyptus radiata, der Eukalyptus globulus, aber auch in der Myrte türkisch und im Rosmarin-Cineol. Wir hätten noch weitere Monoterpenoxide, da wäre zum Beispiel das Rosenoxid oder das Linalool-Oxid. Wir finden das zum Beispiel in der Rosengaranie, in der Rose, im Lavendel, das Mentoforan würden wir finden in der Pfefferminze. Und diese Stoffe, die wirken auch auswurffördernd, ja, aber sind eher sehr hautpflegend. Ja, sehr hautpflegend, wobei das 1,8-Cineol als Vertreter in den Ölen davor eher so ein bisschen leicht erwärmend und durchblutungsfördernd ist. Und dadurch wirkt es zum Beispiel gerade in Pflegeprodukten, auch bei Erkältung oder auch beim Auftragen auf der Haut, so ein bisschen schmerzlindernd. Aber es ist eigentlich der Stoff und die ätherischen Öle, die wir uns anschauen und ein bisschen mit rannehmen, wenn wir arbeiten bei Erkältung. Zudem wirkt das 1,8-Cineol antiviral, antibakteriell, schmerzlindernd und so ein bisschen durchblutungsfördernd. Das wirkt so ein bisschen leicht erwärmend auch für die Haut und dadurch nimmt es eben auch so leicht einen Schmerz, so ein bisschen schmerzlindernd, durchblutungsfördernd, leicht erwärmend. Ja. Wichtig zu nennen ist da an der Stelle, wenn ich in zu hohe Dosen gehe oder wenn ich in hohe Dosen gehe, und das würde ich definitiv nur nach Rücksprache mit Fachleuten, Experten, am besten mit einem Arzt oder auch mit einem Heilpraktiker machen, wenn ich in Bereiche gehe von über 10 Gramm vom 1,8-Cineol zum Beispiel in der Pflegelösung, dann wirkt es tonisch auf die Nerven, also es ist wirklich stark Nerven beruhigend oder halt schmerzhemmend, schmerznehmend, aber auch Blutdruck senkend. Auf geistiger Ebene wird es wieder ganz interessant, denn das 1,8-Cineol, das wirkt geistig ziemlich anregend, konzentrationsfördernd. Und zwar macht es das dadurch, dass es den Neurotransmitter Acetylcholin anregt. Und jeder, der in der Altenpflege beschäftigt ist oder sich da ein bisschen auskennt, der weiß, damit es bestimmte Erkrankungen gibt, die zum Beispiel herrühren auf einem zu hohen Acetylcholinspiegel oder einem zu geringen Acetylcholinspiegel und einem Überhang zum Beispiel an dem Neurotransmitter Dopamin. Und da kann ich auch schauen, inwieweit ich zumindest begleitend dann mit einer guten Raumduftmischung oder einem guten Pflegeöl diese Menschen begleiten kann. Da kommen wir aber nochmal ein bisschen detaillierter dazu in unseren Pflegevideos zum Thema Altenpflege. So. Jetzt gebe ich euch an dieser Stelle noch zwei Do-it-yourself-Rezepte mit. Die male ich jetzt hier kurz ran. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt haben wir euch für die Monoterpenoxide, wir haben hier gelernt, vor allen Dingen in den Atemwegen, Atemwegserkrankungen sind die ganz interessant und ganz interessant einsetzbar, haben wir euch ein Badesalz erstellt mit 250 Gramm Meersalz. Da würden wir 3 Tropfen vom Lorbeer rantun, 2 Tropfen vom Citrus sinensis, also der Orange, und 3 Tropfen vom Kajeput. Das mischen wir gut durch, das Salz. Diese 250 Gramm sind so in etwa 2 Tassen, 2 kleine Gläser, und können das dann nehmen für ein Fußbad. Da würde ich so 2-3 Esslöffel rantun. Eher interessant wird es für ein Vollbad. Da würde ich so mit 5 bis maximal 6-7 Esslöffel rangehen, um so ein bisschen die Atemwege zu aktivieren, so ein bisschen dieses Abhusten, gerade bei einer Erkältung, so ein bisschen zu fördern und anzuregen. Gerade beim Vollbad würde ich empfehlen, nehmt noch einen Emulgator mit dazu, zum Beispiel Kaffeesahne oder einfach ein bisschen Honig noch mit dran oder ein bisschen Öl. Gerade Olivenöl ist da ganz interessant. Einfach 1-2 Esslöffel Olivenöl noch mit an das Bad mit rangeben.
werdet ihr auch merken, auf der Haut ist super rückfettend und sehr, sehr angenehm. Und wenn ihr jetzt ein bisschen aufgepasst habt, wie gesagt, Monoterpenoxide, könnt ihr natürlich auch dieses Badesalz, eigentlich gedachte Badesalz zum Atem erleichtern, auch super verwenden für eine Inhalation. Da macht man nicht so viel ran, wenn ihr jetzt eine Inhalationsschüssel habt, euch ein Wasser warm gemacht habt. Da würde ich mal anfangen mit einem, höchstens zwei Esslöffel und dann einfach inhalieren und so ein bisschen die Atemwege damit frei zu bekommen. Weil ja, wir haben ja gelernt, gerade eben dieses 1,8-Cineol, sehr, sehr schleimverflüssigend, hilft super beim Abhusten und ist halt einfach super angenehm in der kalten Jahreszeit bei den Erkältungskrankheiten. So, und auch beim Hautpflegeöl bleiben wir natürlich bei den Monoterpenoxiden. Da in dem Fall jetzt das Ravenzara und das Kajeput. Und wir haben uns jetzt hier eine Hautpflegeölmischung für euch erstellt. Die besteht aus 50 ml Mandelöl. Das wird eine 1%ige kosmetische Pflegeölmischung, die dann ergänzt wird mit 4 Tropfen Ravenzara, 3 Tropfen von der Citrus sinensis, also der Orange, und nochmals 4 Tropfen vom Kajeput. Diese Mischung, die würde ich verwenden bei einem Erwachsenen. Wenn ich diese Mischung benutzen möchte bei einem Kind, würde ich auf eine 0,5%ige Mischung gehen. Bedeutet, ich nehme einfach 100 ml statt 50 ml oder aber ich breche die Tropfen runter. Also in dem Fall, wenn ich jetzt fürs Kind mit 50 ml mischen möchte, würde ich 50 ml Mandelöl nehmen, 2 Tropfen Ravenzara, 2 Tropfen Orange können bleiben und dann beim Kajeput auch bloß noch 2 Tropfen. Und wie wendet man an? Die meisten, die sind sich da mal ein bisschen unsicher. Also ich kann bloß empfehlen, wenn ihr es auf der Haut auftragen möchtet, um so ein bisschen die Atmung zu erleichtern, das Abhusten ein bisschen zu erleichtern, den Schleim zu verflüssigen, der so ein bisschen fest ist und sich schwer abhusten lässt, geht damit auf den Rücken. Also geht mit dieser Pflegeölmischung auf den Rücken, weil der Rücken viel, viel wärmer ist als der Brustbereich. Und dadurch können die Dämpfe sich viel besser entfalten. Die kommen dann schon nach vorn. Keine Sorge. Und ihr könnt so gut einatmen. Aber den Rest, den ihr jetzt noch in den Händen habt vom Einölen, damit geht ihr schon noch gerne im Brustbereich, könnt auch ein bisschen abklopfen oder aber auch im Gesicht, Nase, Schläfenbereich, um dort eben die Dämpfe auch noch so ein bisschen aktivierend wirken zu lassen. Ich hoffe, unsere Rezepte haben euch gefallen. Ihr dürft uns gerne ein Feedback dalassen, wenn ihr es vielleicht ausprobiert habt, gerne in den Kommentaren unter dem Video. Empfehlt uns gerne weiter, euren Freunden, euren Bekannten, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Und ansonsten da oben die Glocke im YouTube-Kanal, falls ihr sie noch nicht gedrückt habt. Ihr dürft sie gerne drücken, damit ihr auch seht, wann unsere nächsten Videos online gehen. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Und bis bald. Tschüss, euer Olsen von Olsen. Ciao. This year I'm set off marching, walk all day. All should be that way. Every morning he gets up and goes to work again.